Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Zellprinzip. Ich werde euch ein paar Aufgaben vorstellen. Die erste Aufgabe wird relativ einfach sein, aber sie dient dem Zweck, euch das Zellprinzip überhaupt erstmal zu verdeutlichen. Also um euch klar zu machen, warum man so rechnet, wie man es beim Zellprinzip tut. Und bei den restlichen Aufgaben können wir dieses Zellprinzip dann anwenden. Erste Aufgabe. Wir haben die Buchstaben A, B und E. Und die Frage ist, wie kann man diese Buchstaben zu Wörtern kombinieren? Wobei jetzt jeder Buchstabe genau einmal vorkommen soll. Das heißt, stellt euch das wirklich so vor, ich habe wie so auf einer Magnettafel habe ich diese drei Buchstaben, ja, also so für kleine Kinder kennt man ja, und dann kann man diese Buchstaben verschieben und wie viele Wörter kann ich daraus bilden? Mit Wort ist jetzt kein sinnvolles Wort gemeint, also es können auch sinnlose Wörter sein. Letztendlich geht es um die Anzahl der Kombinationen. Die Aufgabe könntet ihr alle lösen, ob ihr jetzt das Zellprinzip schon beherrscht und überhaupt kennt oder nicht. Wichtig ist nur, dass man nach einer bestimmten Systematik vorgeht, damit einem keine Kombination verloren geht. Ich würde jetzt mal so vorgehen, dass ich mit A anfange, B, E. Also ich nehme jetzt mal das Alphabet als Reihenfolge und das wäre jetzt schon das erste Wort, A, B. Meine Systematik sieht so aus, ich lasse den ersten Buchstaben erstmal stehen und vertausche die beiden hinteren. Und schon habe ich das nächste Wort. Aep oder App gesprochen. Mit den beiden hinteren kann ich jetzt nichts mehr anstellen. Die habe ich schon vertauscht. Also muss der erste Buchstabe weichen und jetzt darf mal B an erste Stelle. Also B und dann wieder alphabetisch A, E. Das wäre das nächste Wort. Und auch hier wieder kann ich die beiden hinteren vertauschen. B, E, A. Ja, und dann darf auch mal E an erste Stelle. Und ich habe wieder alphabetisch A, B zuerst und dann E, B, A. Und damit bin ich durch. Insgesamt sind es also 6 Wörter, die ich bilden kann. Ich werde also jetzt gleich das Zellprinzip daran verständlich machen. Und ich glaube, noch verständlicher wird es, wenn ich das Ganze jetzt auch mal mit einem sogenannten Baumdiagramm löse. Also, wenn die Frage jetzt gewesen wäre, wie viele Kombinationen lassen sich bilden und schreibt diese Kombination auch mal hin oder diese Wörter, dann hätte man auch mit einem Baumdiagramm sich helfen können. Baumdiagramm sieht so aus. Ich habe hier den Start und habe jetzt für den ersten Buchstaben 3 zur Auswahl. A, B oder E. A, E, na, machen wir es alphabetisch. A, B oder E. Das ist also jetzt der erste Buchstabe. Für den zweiten Buchstaben hätte ich, wenn ich zuerst A gewählt habe, natürlich jetzt noch B oder E. Wenn ich B als ersten Buchstaben gewählt habe, so wie hier, dann kann der zweite A oder E sein. Und wenn ich E als ersten Buchstabe habe, dann kann A oder B der nächste Buchstabe sein. So, und der dritte Buchstabe, der liegt dann jeweils fest. Da habe ich keine Auswahl mehr. Das ist nämlich der, der immer übrig bleibt. Also wenn ich A, B habe, dann muss der letzte E sein. Und hier muss der letzte B sein. E, A, B und A. So, das ist also jetzt ein Baumdiagramm und man kann jetzt hier die einzelnen Pfade abgehen, A, B, E, und bekommt dadurch die einzelnen Kombinationen oder Wörter. A, E, B, B, A, E. Ja, das sind die Pfade. Vom ersten Knoten bis zum letzten. Insgesamt 6 Pfade.
Ja, warum habe ich jetzt dieses mordsmäßige Baumdiagramm? Das ist ja schon ein gewisser Aufwand. Warum habe ich das jetzt hingeschrieben? Nicht, weil man es hier braucht bei dieser Aufgabe, sondern weil jetzt das Prinzip sehr deutlich wird. Ich habe für den ersten Buchstaben drei Möglichkeiten, also drei Äste. Ich schreibe es mal drunter. Drei Stück. Dann gehen von diesem ersten Buchstaben, man sagt im Baumdiagramm auch immer Knoten, ja, das sind die Knotenpunkte. Von diesen Knoten auf der ersten Ebene gehen jetzt jeweils zwei Äste weg. Zwei, zwei, zwei. Also jeweils zwei. Und von dem Knoten auf dieser Ebene gehen oder geht jeweils genau ein Ast weg. Und das ist ja klar. Also wenn man wissen will, wie viele Pfade gibt es da am Ende, dann muss ich am Ende diese Zahlen multiplizieren. Ja, multiplizieren, weil jeder von diesen dreien hat dann eben wieder zwei zur Auswahl, also drei mal zwei und dann mal eins. Und da komme ich eben hier auf die sechs. Insgesamt sechs Möglichkeiten. Ja, und so funktioniert letztendlich dann das Zählprinzip. Also, wenn ich jetzt die Aufgabenstellung hätte, dann würde ich nicht all diese Kombinationen hinschreiben, ich würde auch nicht diesen Baum hier aufzeichnen. Wenn es nur um die Anzahl der Wörter geht, die ich damit legen kann, dann hätte ich die Aufgabe ganz einfach so gelöst. Also ich mache jetzt hier mal einen Strich, das war alles nur zur Erklärung. Und jetzt wende ich mal das Zählprinzip an oder zeige mal, wie ich es mit Zählprinzip gelöst hätte. Ich hätte gesagt, das sind meine drei Buchstaben. Erster, zweiter, dritter. Für den ersten Buchstaben habe ich drei Möglichkeiten. Für den zweiten zwei und der letzte liegt fest. Also insgesamt 3 mal 2 mal 1 gleich 6. Gut, und mit diesem Prinzip machen wir jetzt mal weiter und schauen uns die nächste Aufgabe an. Zwei. Aufgabe 2, es geht um Eis. Ich stehe vor einer Eisdiele und möchte mir eine Waffel mit drei Kugeln kaufen. So, und jetzt muss ich das etwas verdeutlichen. Die drei Kugeln sollen also wirklich übereinander gestapelt werden. Also nicht irgendwie nebeneinander, sondern sagen wir, es gibt eine klare Ordnung. Unterste Kugel, dann die mittlere und dann die oberste. Drei Kugeln. Also ich sage es deutlich, übereinander. Und ich habe, sagen wir, sechs Sorten zur Auswahl. Gut, die Frage, ihr könnt es euch schon denken, wie viele mögliche, ja, Eiswaffeln mit Kugeln darauf kann ich mir zusammenstellen lassen? Wie gesagt, ich unterscheide dabei zwischen den Sorten und zwischen der Reihenfolge der Kugel, also welche zu unterst liegt und welche zu oberst liegt. Beispiel, eine mögliche Zusammenstellung wäre Erdbeer, Zitrone, Banane, wenn die zur Auswahl stehen. Ja, genauso wäre aber möglich, und das wäre dann eine andere Kombination. Also die erste war Erdbeer, Zitrone, Banane. Zitrone, Erdbeer, Banane. Es ergibt ja ein anderes Bild, weil die Reihenfolge vertauscht ist. Oder möglich wäre auch Erdbeer, Erdbeer, Banane. Wie viele Möglichkeiten insgesamt? Ja, jetzt würde ich sagen, mit Zählprinzip mache ich auch wieder so Kästchen, bloß damit es irgendwie besser zu dem Beispiel passt, ordne ich die jetzt mal übereinander an. Also ist immer ganz gut, wenn man sich das wirklich ganz reell vorstellt. Das sind meine drei Kugeln übereinander. Für die erste Kugel habe ich sechs Sorten zur Auswahl. Also sechs. Für die zweite Kugel habe ich aber wieder genau sechs Möglichkeiten, weil ich dafür Sorten auch doppelt oder auch dreifach nehmen. Also auch hier sechs Möglichkeiten und für die letzte Kugel auch wieder sechs. Und damit insgesamt sechs mal sechs mal sechs
gleich 216 mögliche Zusammenstellungen. Okay, ihr seht den Unterschied. Hier ist die Zahl immer gleich geblieben. Hier wurde immer eins weniger genommen, was damit zu tun hatte, dass sich hier die Buchstaben nicht wiederholen durften. Ich hätte die Aufgabe mit den Buchstaben natürlich auch anders stellen können. Überleg mal selber, wie müsste man sie stellen, damit hier 333 steht bei der Aufgabenlösung. Genau, dann hätte ich fragen müssen, wie viele Möglichkeiten gibt es, Wörter zu bilden, die aus insgesamt drei Buchstaben bestehen, wobei ich nur die Buchstaben A, B und E verwenden kann, die aber auch mehrmals. Ja, dann hätte ich die Aufgabe also so gelöst, 3 mal 3 mal 3, gleich 27. Nächstes Beispiel, Tanzkurs. Tanzkurs, sagen wir 5 Jungen und 5 Mädchen. Und die sollen jetzt also sich als Paare zusammenfinden. Frage, wie viele Zusammenstellungen sind da möglich? Also was wäre jetzt eine mögliche Zusammenstellung, dass der Maximilian mit der Clara tanzt, der Benedikt mit der Luisa, der Florian mit der Miriam, der Corbinian mit der Marlene und, jetzt geben wir langsam den Namen aus, der Patrick mit der Jenny. So, wie viele Möglichkeiten gibt es aber insgesamt? Das war jetzt nur eine. Stellen wir uns mal die 5 Jungs einfach nebeneinander vor. Das sollen jetzt die Jungs sein. 1, 2, 3, 4, 5. Also der erste Junge, ich nenne ihn mal erster Junge, J1, J2, J3, J4 und hier eben J5. Ach, ich schreibe es mal rein. Müsste ich jetzt nicht machen, aber ich mache es für euch. Das sind die Jungs. Ich könnte übrigens genauso die Mädchen reinschreiben. Die stehen hier schön in einer Reihe und man hat jetzt untereinander ausgemacht, dass er die erste Wahl hat und er die zweite, er die dritte, er die vierte und so weiter. Wie viele Möglichkeiten hat also jetzt der erste Junge? Naja, 5. Es stehen ja 5 Mädels zur Auswahl. So, dann hat er sein Mädel, dann bleiben dem zweiten Jungen, der als nächstes wählen darf, ja bloß noch 4. Und dem bleiben 3 und dem 2 und der letzte muss nehmen, was übrig bleibt. Also habe ich 5 mal 4 ist 20, mal 3 ist 60, mal 2 ist 120, insgesamt 120 Zusammenstellungen. Ich weiß, dass jetzt einige an der Stelle immer fragen, ja Moment, warum darf denn ausgerechnet er als Erster wählen? Zum Beispiel hätte doch auch er als Erster wählen können und er als Zweiter und er als Dritter. Gut, kann man natürlich auch vereinbaren, aber dann würde man einfach nur die Zahlen verkehrt rum hinschreiben in einer anderen Reihenfolge. Also dann hätte ich hier geschrieben 5 und hier 4, 3, 2, 1. Also das läuft auf dasselbe hinaus. Wenn ich am Ende multipliziere, kommt auch wieder 120 heraus. Nehmen wir noch ein letztes Beispiel. 4. Beispiel 4. Sagen wir mal, 5 Personen kommen zusammen. Sagen wir, das sind Verwandte. Und am Ende macht man Fotos und es sollen also alle möglichen Paare fotografiert werden, die sich da bilden lassen. Aus diesen 5 Personen alle möglichen Paare. Fünf Personen. Die Anzahl der Paare ist also 4 Bedeutung. Ja, stellen wir uns mal wieder Folgendes vor. Es werden 2 Stühle aufgestellt. Und jetzt bittet man eben der Reihe nach die Personen auf diese 2 Stühle, dann hat man also diese Paarungen und die werden fotografiert.
Wie viele gibt es? Wie viele mögliche Paarungen gibt es? Naja, mit dem Zellprinzip wieder nicht so schwer. Auf den linken Stuhl könnten sich jetzt 5 verschiedene Leute setzen. Ja, wenn ich mal mit dem linken anfange. Also hier 5. Dann sitzt da ja schon eine und dann bleiben für den rechten Stuhl noch 4 Personen übrig. Also hätte ich 5 mal 4 gleich 20. So, jetzt wirst du vielleicht protestieren. Also wer aufgepasst hat, muss jetzt fast protestieren, weil ich habe ja, und darum habe ich es hier auch mal ausnahmsweise wirklich hingeschrieben, die Frage. Da oben habe ich es ja nicht hingeschrieben. Ich habe nach den Paaren gefragt. Und was habe ich hier gemacht? Hier habe ich jetzt nochmal unterschieden, wer sitzt links, wer sitzt rechts. Jetzt nehmen wir mal an, es geht um die Personen Tick, Trick, Track, Donald und Dagobert. Ja? Die kennt ihr alle. Ob jetzt hier der Tick sitzt und da der Dagobert oder umgekehrt, das ist für mich dasselbe. Mit anderen Worten, ich habe jetzt eigentlich zu viel ausgerechnet. Und was muss ich mit der Zahl noch machen? Nachdem ich also genau doppelt so viele habe, wie ich eigentlich, wie die, nach denen ich gefragt habe, muss ich davon noch die Hälfte nehmen. Also 20 geteilt durch 2 gleich 10. Und das wäre jetzt die Antwort. Wie gesagt, hier unterscheide ich zwischen linken Stuhl und rechten Stuhl. Also Tick und Dagobert wäre etwas anderes als Dagobert und Tick. Und weil ich ja nur nach den Paaren gefragt habe und nicht nach der Frage und nicht danach, wie die dann sitzen, muss ich das Ganze am Ende noch halbieren. So, und zum Schluss möchte ich euch noch ein Beispiel zeigen, bei dem man das Zählprinzip nicht anwenden kann. Jetzt muss ich nämlich noch mal ganz deutlich sagen, bei all diesen Beispielen war es immer so, wenn man sie sich als Baumdiagramm vorgestellt hätte, oder wenn man also das Beispiel anhand eines Baumdiagramms oder die Aufgabe anhand eines Baumdiagramms gelöst hätte, dann hätte man immer ein Baumdiagramm gehabt, wo in jeder Ebene, also das sind die Ebenen, wo in jeder Ebene von jedem Knoten gleich viele Äste weggehen. Das ist nämlich die Voraussetzung, damit das Zellprinzip überhaupt funktioniert. Also hier in dieser Ebene gehen immer 2 Äste weg. In dieser Ebene geht immer genau ein Ast weg. Und wenn das mal unterschiedlich ist, also hier zum Beispiel 3 und da oben 2, dann klappt das Zellprinzip nicht. Und darum mal ein letztes Beispiel, wo ihr das nochmal deutlich seht. Aufgabe 5. Eine Münze soll geworfen werden. Münze, sagen wir maximal 3-mal. Und ich sage jetzt deshalb maximal, weil es auch sein kann, dass die Münze nur einmal geworfen wird. Ob nochmal geworfen wird oder nicht, das hängt jetzt vom Ergebnis ab. Und zwar nur bei Zahl soll nochmal geworfen werden. Das heißt, immer wenn ich Kopf werfe, hört das Ganze auf. Bei Zahl darf ich nochmal werfen, aber eben maximal 3-mal. Also nur bei Zahl wiederholen. Ist jetzt ein bisschen schlampig notiert, also natürlich würde ich es normalerweise exakter formulieren, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich mache ein Baumdiagramm. Erster Wurf, Kopf oder Zahl. Bloß bei Zahl geht es weiter. Wenn ich Zahl geworfen habe, kann beim nächsten Wurf entweder Kopf oder Zahl rauskommen. Bei Kopf hört das Ganze wieder auf und nur bei Zahl geht es weiter. Und auch da wieder die Möglichkeit Kopf oder Zahl. Und ich darf ja nur maximal 3-mal werfen. Das heißt, jetzt ist das Ganze vorbei.
Welche Ergebnisse sind möglich? Ich gehe mal den Baum ab, die Pfade besser gesagt. Erster Pfad ist K. Der zweite Pfad ZK. Der dritte Pfad ZZK. Und der vierte Pfad ZZZ. Also insgesamt vier Ergebnisse, die dabei auftreten können. Hätte ich das Ganze jetzt mit dem Zählprinzip gelöst, dann hätte ich vielleicht, also man hätte auf die Idee kommen können, das so zu machen. Das sind meine maximal drei Würfe. Ich habe hier zwei Möglichkeiten, Kopf oder Zahl. Beim zweiten Wurf auch wieder Kopf oder Zahl und auch hier wieder Kopf oder Zahl. Dann hätte ich aber 2 mal 2 mal 2 insgesamt 8. Und das ist eben falsch. Wir sehen ja, dass es bloß 4 sind. Also das hier funktioniert nicht mit Zählprinzip. Und woran liegt es? Genau, weil zum Beispiel in dieser Ebene gehen einmal zwei Äste weg, aber da oben geht kein Ast weg. Schon ist das Zählprinzip gestorben. Jetzt sagst du vielleicht, naja, woher weiß ich denn immer, ob das Baumdiagramm diese Anforderungen erfüllt oder nicht? Ja, muss ich dann doch immer ein Baumdiagramm machen? Nein. Du wirst, wenn du also diese Aufgaben jetzt trainierst, wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Du wirst ganz schnell, ohne dir wirklich ein Baumdiagramm vorstellen zu müssen, wirst du erkennen, ah, hier funktioniert das Zählprinzip. Und hier funktioniert es nicht. Das ist nur eine Frage der Übung. Ihr seht, beim Zählprinzip hat man entweder immer so ein Abwärtszählen oder so wie hier, es bleibt bei derselben Zahl. Man kann mit diesen Kästchen, finde ich, recht gut arbeiten. Man muss sie immer nur sich möglichst konkret vorstellen. Wer stellt sich da rein? Wer steht da drin? Was bedeuten diese Kästchen? Hier waren es die Buchstaben, hier waren es die Eiskugeln, hier waren es die Personen, die sich nebeneinander setzen. Man muss aufpassen, ist die Reihenfolge wichtig oder ist sie nicht wichtig? Bei den Eissorten war sie mir wichtig, das habe ich immer dazu gesagt. Hier bei der Aufgabe ging es laut Aufgabenstellung nicht um die Reihenfolge. Also das ist ein ganz beliebter Fehler, den man noch machen kann. Und ansonsten musst du es jetzt einfach üben. Auf mathegym.de findest du viele Aufgaben dazu, sowohl schon in der 5. Klasse als auch in der 8. Klasse. Da kommt das Zählprinzip also vor. Viel Spaß dabei!